Mündlicher Ausdruck, Aufgabe 4, Korrektur. Erstmal lesen wir die Aufgabe, was hier alles zu beachten ist. Zurzeit wird in Deutschland oft beklagt, dass sich Schüler und Jugendliche schlecht benehmen, also zum Beispiel unhöflich sind. Im Pädagogikinstitut Ihrer Hochschule wird über das Thema Verhalten von Jugendlichen diskutiert. Dabei geht es um die Frage, ob das Fach Benehmen und Verhalten an deutschen Schulen eingeführt werden soll. Der Diskussionsleiter, Herr Dr. Peters, fragt Sie nach Ihrer Meinung zu einem solchen Schulfach. Und hier ist die Aufgabe, nehmen Sie Stellung zum geplanten Schulfach Benehmen und Verhalten, diskutieren Sie dabei die Vorteile und Nachteile, begründen Sie Ihre Zustimmung oder Ablehnung. Einige Schlüsselwörter sind hier schlechtes Benehmen, Unhöflichkeit, Verhalten von Jugendlichen, Benehmen und Verhalten, also das Fach Benehmen und Verhalten, deutsche Schulen, Einführung und Vor- und Nachteile davon. Jetzt klären wir, ob der Student das alles erwähnt hat. Ja, Herr Dr. Peters, danke, dass Sie mir das mitgeteilt haben. Dieser Vorschlag über zum geplanten Schulfach von Benehmen und Verhalten ist nicht eindeutig. Dieser Plan über die Einführung vielleicht vom Fach Benehmen und Verhalten, so wäre es besser. Aber wir hören hier, dass die Redemittel gut funktionieren. Also der Student hat einige Strukturen benutzt, um die Äußerung einzuleiten. Das ist schon gut. Und gut ist auch, dass der Student das Thema sofort erwähnt hat. Das ist ganz wichtig, so dass ich verstehe, zu welchem Thema jetzt gesprochen wird. Also ganz gut, aber grammatisch hätte man ein bisschen besser bearbeiten können. Versucht, das an meine Stellen zu nehmen und dabei auf die Vor- und Nachteile einzugehen. Meines Erachtens halte ich es für umstritten, aber auf der anderen Seite. Halte ich diesen Vorschlag für umstritten? Für etwas halten, für umstritten halten? Ja, hier ist alles in Ordnung. Hier würde ich empfehlen, ein bisschen an der Aussprache zu arbeiten. So ein wenig lauter, ein wenig deutlicher, so dass Sie die Wörter nicht verschlucken, so dass alles hörbar ist. Und es eine ganze Reihe vor, sowohl von Vorteilen und Nachteilen. Und der wichtigste Vorteil liegt darin, dass Schüler. Der wichtigste Vorteil ist oder liegt darin, dass. Während ich diese Unterrichte angefangen habe. In diesem Unterricht, Unterricht ist Singular. Nutzen Sie dieses Wort nur in Singular. In diesem Unterricht. Wenn Sie unbedingt Plural brauchen, dann verwenden Sie solche Wörter wie Unterrichtseinheit oder Unterrichtsstunde. Benehmen in gesellschaftlichen Raum lernen könnten und außerdem könnte es für die. Ja, es ist gut, dass Sie erklären, was die Kinder in diesem Fach lernen könnten, aber erklären Sie, was Sie mit diesen Kenntnissen machen werden. Also wie hilft es den Jugendlichen? Was ist tatsächlich dieser Vorteil? Ältere Menschen vor Vorteil sein, dass junge Leute würden ihr respektieren. Würden Sie respektieren, dass junge Leute würden Sie respektieren. Also es wäre auch Vorteil für die älteren Menschen, weil die jungen Menschen die Älteren respektieren würden. Okay, gut hier. Und würden wissen, wem sie duzen oder sitzen sollten. Mit wem sie duzen oder sitzen sollten. Nicht schlecht, also Wortschatz ist zum Thema passend. Sitzen. Mit Sie also ansprechen und duzen, mit Du ansprechen, gut hier. Aber ja, dort sollte man die Nachteile nicht außer Acht lassen und unter anderem muss man bedenken, dass. Gute Strukturen hier, unter anderem muss man bedenken, dass. Bei der Erziehung von Kindern Eltern eine große Rolle spielen und man kann auch dagegen einwenden, dass. Kinder eine große Rolle spielen. Okay, was ist das genau? Ist das ein Nachteil?
Sie präsentieren das wie einen Nachteil, aber ich verstehe nicht, wie das zum Thema passt. Okay, die Eltern spielen eine große Rolle, die Schule auch. Nehmen von Kindern zwischen ihr 12 und 16 Jahre. Nicht zwischen ihr untereinander, die Beziehungen unter den Jugendlichen, also die Beziehungen untereinander. Kommt von ihr Eltern und wie ihr Eltern andere Leute respektieren und sich benehmen. Alles in allem. Also wozu sind diese Informationen hier? Sagen Sie dann einfach, dass dieses Fach nutzlos ist, weil die Kinder von ihren Eltern das Benehmen und Verhalten übernehmen. In der Schule sowas zu lernen wäre nicht wichtig oder sinnlos. Ja, also erklären Sie, sagen Sie das. Wir sollten nicht vermuten, wir sollten sofort verstehen, was der Nachteil ist, was Sie meinen, was Sie sagen möchten. Allem stimme ich diesem Vorschlag zu, weil in meinen Augen die Nachteile nicht so schwer überwiegend sind. Und ich würde empfehlen. Hier beginnen schon die Redemittel. Das ist kein Inhalt zu dieser Aufgabe. Das ist etwas Allgemeines, was Sie tatsächlich schon vor der Prüfung lernen können. Wenn das diese Schulfach in Kraft gesetzt wird. Ja, Herr Dr. Pettis. In Kraft gesetzt wird auch nicht schlecht, okay. Hoffentlich konnte ich meinen Schulnamen so präsentieren. Falls noch einige Fragen hätten, wäre ich froh, sie zu beantworten. Wenn Sie einige Fragen hätten, wäre ich froh, sie zu beantworten. Und wir können sehen, dass der Student mit dem Audio gearbeitet hat, dass er bestimmte Zeit benutzt hat, um die Äußerung zu präsentieren. Das waren genau 2 Minuten für die Stellungnahme. Jetzt nochmal zum Inhalt. Vorteile. Vorteile sind gut. Ja, hier kann man sagen, dass wir die Punkte doch bedeckt haben. Die Jugendlichen lernen in diesem Fach das höfliche Benehmen und die älteren Menschen profitieren auch, weil die Jugendlichen sie höflicher ansprechen. Ja? Aber die Nachteile sind nicht so überzeugend. Okay, der Student hat etwas über die Eltern gesagt, dass die Jugendlichen meist diese Verhaltensweisen von ihren Eltern, also von der Familie tatsächlich übernehmen. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass dieses Fach sinnlos ist? Oder bedeutet das, dass was man in der Schule lernt, unwichtig ist? Hier ist es ein wenig fraglich. Ja, die Nachteile finde ich nicht so überzeugend. Und aus diesem Grund wäre hier schwierig, TDN 5 zu erreichen. Auf dem Niveau TDN 4 haben Sie gesprochen, aber für TDN 5 sollte man überzeugende sowohl Vorteile als auch Nachteile präsentieren. Mit Beispielen, vielleicht mit Unterstützung der Argumentation und so. Hier gibt es noch vieles, was man besprechen kann. Zum Beispiel andere Fächer. Wann sollte dieses Fach unterrichtet werden? Von wem wird dieses Fach unterrichtet? Braucht man zusätzliche Lehrkräfte? Braucht man Geld irgendwie? Welche Lernmethoden wird man einsetzen? Wie oft wird dieses Fach unterrichtet? In der Woche zum Beispiel, wie bekommt man Noten? Bekommt man Noten, wenn man irgendwelche theoretischen Kenntnisse präsentiert hat? Oder sollte man tatsächlich selbst höflicher werden in der Praxis? Also eine Menge Fragen kann man hier noch besprechen. Denken Sie sofort an den Lernprozess, nicht an das Fach selbst und was man daraus ja lernen kann. Denken Sie an das Schulprogramm. Wie passt dieses Fach in das Schulprogramm? Wie kann dieses Fach mit den anderen Fächern koexistieren, sozusagen? Und dann wäre das in Ordnung. Momentan ist es TDN4.